Moin, willkommen zurück bei 2 Galaxy Messer Zero. In diesem Part geht es nicht darum, jetzt hier nochmal wie im letzten Part die Bosse und Gegner teilzunehmen. Nein, in diesem Part machen wir ganz Besonderes. Wir werden die Wanderer-Gegner herausfordern und deswegen wird das immer wieder in gestütten Format passieren. Eins vorweg, bevor die meisten Leute jetzt sich wundern. Ja, ich werde leider gezwungen sein, meine Stimme jetzt ein bisschen rauszukapern, weil es wird einen bestimmten Zeitpunkt geben, wo ich Ausschnitte und Aufnahme mache. Und ihr müsst wissen, ich habe nicht jeden Tag Zeit, wo ich jetzt eine Aufnahme mache. Deswegen, also wundert euch nicht, dass ihr meine Stimme nicht hört. Ich könnte natürlich auch versuchen, zwischendurch mal zu kommentieren, wenn ich nur kann. Das heißt aber nicht, dass ich das muss oder so. Aber ja, wenn ihr meine Stimme vermisst oder so, keine Sorge, ich würde irgendwann mal versuchen, beim finalen Part das loszusiegen. Nur damit ihr es wisst, okay? Und ich würde nicht fast jeden anderen Gegner machen. Es gibt einige Gegner, die sind nervig leider. So damit ihr es wisst, okay? Na dann, wir sehen uns irgendwann mal meine Stimme und irgendwann mal an einer bestimmten Stelle, okay? Na dann, viel Spaß!
Ich bin kurz mal wieder da, hab nur kurz mal die restlichen Wanderer besiegt und es war auf jeden Fall viel Arbeit. Aber wie ihr seht, wir haben jeden einzelnen Wanderer geschlagen. Wir haben jeden einzelnen Teamchef und jeden einzelnen Team hauptsächlich geschlagen. Eigentlich sind wir jetzt die Nummer 1. Oder zumindest denke ich das. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich jetzt wieder. Und ihr habt sicherlich bemerkt, das war der letzte Boss. What was that thing you saw? A ghost? An illusion? Or maybe it was your own shadow? Ja, um es kurz zu fassen, was haben wir da gemacht? Unbelievable Speed, Technik, Power and Overwhelming Pressure. But you defeated them all. Ja, lass mich doch endlich mal bitte weiter. Wenn ich so jetzt at that moment everything you saw in front of you looked different. Spannend auf jeden Fall. Tomorrow, however, is another day. The labyrinth in Tokyo has no goal, no limit, and no end. Ja, ich werde mal kurz mal gucken, ob wir das jetzt überspringen können. Ja, ich kann das überspringen. So, was ihr da gesehen hattet, Legend of Tomb heißen wir und wir haben das Auto freigeschaltet. Es ist dieses Auto. Ja, was ihr da gesehen hattet, das war der letzte Gegner. So, ich speichere mal kurz, damit wir endlich mal hinter uns haben, das Projekt. Ja, das war leider auch grundlegend auch der letzte Gegner im gesamten Spiel und er war eigentlich stark. Er ist eigentlich richtig stark und schnell gewesen, eigentlich ein richtig harter und schneller Boss. Nämlich, das ist der letzte Boss gewesen aus dem ersten und aus dem zweiten Teil, den wir schon mal hatten. Er sieht zwar Fragezeichen aus, aber eigentlich ist er schlimm. Denn der kommt erst heraus, sobald ihr seht, jegliche Gegner, egal wem, geschlagen haben, jeden und jeden Wanderer-Gegner, jeden Boss besiegen und dann kommt er erst heraus.
The outside looks classic, but inside are completely different. Powerful exploration and out of line touring ability attacker for the legend. Legendary is a complete shrouded mystery nobody has ever met, rumored to appear when there's another racer like him. Ihr seht die PS-Leiste und ihr seht das Gewicht. Es ist ein richtig starkes Fahrzeug mit einem recht geringen Gewicht. Und für die Leute, die es nicht wissen, es ist eine Hommage-Anspielung eigentlich, was die Entwickler Genki gemacht haben. Diese Farbe, das Auto, kommt euch doch irgendwo bekannt vor. Tatsächlicherweise stammt das aus einem Cartoon oder aus einem Comic im Grunde genommen, das heißt nämlich Vanguard Midnight. Und da heißt das Auto in Wirklichkeit Devil Z. Das Auto ist tödlich bis nichts anderes, hatte nur Unfälle verursacht wie nichts anderes. Und das Besondere daran ist, das ist deswegen eine Hommage-Anspielung, weil die Entwickler ursprünglich das Charakterauto eigentlich reinbauen wollten. Aber die wollten ja eigentlich keine Probleme mit dem Auto persönlich haben. Also haben die was gemacht richtig? Die haben einen ähnlichen Fall gemacht und haben ihm einfach unbekannt Fragezeichen genannt. Der Text scheint zwar komisch zu sein, aber ihr seht, er wurde nur von jemandem, niemand wurde jemals von ihnen jemals gesehen oder so. Also handelt es sich nur um den Hauptcharakter des Originalen aus der Geschichte. Und ihr habt sicherlich auch bemerkt, Moment, ich gehe mal nach unten, ich finde ihn nicht. Also, ihr hattet höchstwahrscheinlich ja gesehen, dass es sich hier um sie... Kann ich das nicht irgendwie... Ich kann das nicht nach unten gucken. Den Wanderer Zero... Okay, ihr wisst schon, den Wanderer Zero, den wir schon mal gesehen haben, diesen schwarzen Porsche, das soll auch ein anderer aus dem Vanguard Midnight Charakter sein. Und der hat wiederum den Rivalen dargestellt. Den schwarzen Porsche. So, und der heißt Black Birth. Und der war auch nicht einfach. Der war eigentlich grundlegend schwerer, als man denkt. So, und für die Leute, die es nicht wissen, was geht es um diesen Manga, Anime oder generell? Jetzt geht es darum, dass man hier ähnlich ein Street-Racing fährt, im Vanguard-Bereich und alles mögliche. Und Fun Fact, die Entwickler haben in diesem Spiel wirklich nichts übertrieben. Die haben wirklich das Auto nachgetreu fast alles zu bauen. Natürlich ist die PS-Zahl übertrieben hoch. 1104 ist nur im Zero-Teil. Im zweiten Teil hatte das Ding gerade mal 650 PS und das hat mich richtig fertig gemacht, wie nichts anderes. Aber das Auto war schwer zu fahren. Es ist einfach ein schweres Fahrzeug zu fahren und es ist grundlegend ein schlimmes und schnelles Auto gewesen. Also das Ding hat nur Unfälle verursacht wie nichts anderes. Das war im Grunde eine Hommage-Anspielung, was die Entwickler reingebaut haben von Vanguard Midnight. Man merkt das, das ist so. So, aber es gibt noch eine andere Hommage-Anspielung, die man nur hier auch erkennen kann. Und das ist... Ich kann euch mal das kurz mal zeigen. Ich stand mal da. Ein gelber Mazda RX-7 FD und ein weißer Mazda RX-7 FC. Kommt euch das nicht bekannt, vor allem die Namen? Der kleine Bruder... und der große Bruder. Auch eine Anspielung auf eine Initial D Cartoon Serie und da hat der große Bruder nämlich den älteren FC gefahren und der ist ein Technik-Freak und der kleine Bruder fuhr einen gelben. Und ja, gehen wir mal zurück zum Thema, was die Entwickler machen wollten. Also wie schon gesagt, die Entwickler wollten ursprünglich die Serienfassung von denen hier reinpacken, haben das allerdings nicht hinbekommen, sonst kriegen sie Ärger, also haben sie sich das frei erdacht. War allerdings auch eine Tortur. Ich musste leider auch andere Wanderergegner wegschneiden, weil die auch komplett den Level oder generell den Part bei mir überschritten hatten. Ja, war mir auf jeden Fall eine Freude, das gesamte Spiel, das gesamte Let's Play mit euch zu machen. Ich musste auch leider auch vieles zu machen, die ganzen Anforderungen, die Wanderer erfüllen. Das war eine richtige Tortur. Glaubt mir nicht, das war eine richtige Tortur, die Wanderer zu machen. Es hat wirklich Tage gedauert, bis ich das überhaupt gelöst habe. Und ich möchte mich nochmal herzlich dafür bedanken, dass ihr mal regelrecht bei mir zugeschaut hattet. Und eins noch zu erwähnen, das Auto, was ihr da seht, das Gruselige, jetzt erzähle ich mal das Gruselige, das Auto gibt es auch in echt. Das Auto ist auch echt, es gibt wirklich so ein Auto, aber nicht in blau, sondern in rot. Und natürlich nicht 9904 PS, sondern wie beim Tokyo Ghoul Simulator 2 so ungefähr 650 PS. Und das Ding ist wie nichts anderes nicht steuerbar. Also das Ding hat einfach viel PS, aber wenig Gewicht und dann weiß man genau, was das Ergebnis danach passiert wird. Also um es kurz zu fassen, das Ding hat mehrere Leute den Leben sozusagen weggenommen. Und deswegen ist das Auto auch gefährlich. Es ist außerdem auch einer der respektvollen Bossen. Wie schon gesagt, im zweiten Teil hatte ich Probleme gehabt. Ich konnte nichts gegen ihn anhaben, musste vieles so machen, dass ich selbst die Partlänge
wegschneiden musste. Und ihr wisst schon, das war nicht einfach, wie es im ersten Blick erscheinen würde. Und ihr müsst wissen, der Boss an sich konnte ich deswegen hier besiegen, weil er hier einen LKW gerammt hatte. Hätte ich das nicht gemacht, hätte er mich zum Grund und Boden fertig gemacht. Und der ist so schlimm, dass die KI selbst ihm nicht fahren konnte. Ja, also das ist grundlegend mein gesamtes Let's Play. Und wie ihr sicherlich bemerkt habt, ich habe das nur gemacht, weil einige Zuschauer es haben wollten, sich gewünscht haben. Ich glaube, Peter Rondowski wollte das und Dave77 wollte das auch sehen. Und ich habe das für euch deswegen gemacht, weil ich das Spiel auch gerne mag. Also nichts dagegen. Ich hoffe, es hat euch das Let's Play mal gefallen. Wir sehen uns wirklich am nächsten Projekt. Das ist auch grundlegend der letzte Part zum Spiel. Und ich bedanke mich erstmal herzlich dafür, dass ihr bei mir zugeschaut hattet, dass ihr mir wirklich herzlich bei mir wirklich vieles unterstützt hattet. Und danke nochmal an Dave77, danke nochmal an Widerowski und okay, gut, ich weiß nicht, wie ich seinen Namen jetzt nicht aussprechen würde, aber ja, es wird auf jeden Fall viel lange Zeit dafür nicht haben und mir tut es mir leid, dass ich nicht aufgenommen habe. Also, wir sehen uns am nächsten Projekt. Dauert noch höchstwahrscheinlich lange, aber wir sehen uns am nächsten Projekt. Also, tschüss! Ja, und gute Nacht.